So, heute auf der Freizeitmesse, wir haben schon gesagt, hier Fachthemen sind natürlich Caravaning und jetzt sitze ich in einem wunderschönen Teil, werde ich gleich ein bisschen mehr erfahren. Herr Nagel, herzlich willkommen. Jetzt sitzen wir hier absolut luxuriös, bequem. Wo befinden wir uns denn gerade? Wir sind gerade im Flaggschiff von der Knaus Tabbert AG. Das ist unser Luxusliner, 8,80 Meter lang, 5,5 Tonnen schwer. Und mit allem ausgestattet, was sie zu Hause auch haben, also eine richtige Heizung, die mit warmem Wasser funktioniert, wie es zu Hause ist, doppelt isolierte Fenster, wie sie es zu Hause haben, riesen Fernseher an Bord und einem sehr gemütlichen, großzügigen Schlafzimmer mit einer separaten Dusche, mit einem komplett großen Waschraum. Und das Wohnzimmer hier spricht, glaube ich, für sich. Die PS-Zahl ist auch ausreichend. Nötige Kleingeld muss man mitbringen und dann geht's schon los. Wo liegen wir denn etwa hier beim Preissegment? Das Fahrzeug kostet 135.000 Euro. Gut, aber das ist natürlich mit einer riesen Ausstattung. Also ich könnte mit diesem Fahrzeug jetzt nicht nur Campingurlaub machen, sondern ich könnte eigentlich ein Weltenbummler werden damit. Sie können Weltenbummler werden, wobei das die wenigsten Leute machen. Also die Leute, die Fahrzeuge bei uns kaufen, bleiben im Normalfall in Europa. Es gibt ja auch in Europa wahrlich genug zu sehen. Die meisten kennen nur die Strände von Italien oder von den Flugdestinationen. Und mit dem Reisemobil kann man das Landesinnere erkunden. Und es ist, wenn es mal in Franken anschauen und sich dann im weiteren Umfeld umschauen, eigentlich überall schön. Also es rentiert sich auf alle Fälle hier vorbeizuschauen, vor allem auch bei Knaus. Es sind einige Modelle mit da und ich muss sagen, ich fühle mich wohl. Vielen Dank für die Zeit und bleiben Sie dran. Ja. Nun befinde ich mich mittlerweile ein bisschen höher angesiedelt im Luxusbereich bei Carthago. Und neben mir sitzt Herr Leschnitzak. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Jetzt habe ich eine Frage. Das Auto wirkt mir sehr, sehr groß. Wie lang und wie schwer ist das Ganze hier? Dieses Fahrzeug hier hat eine Länge von 8,70 Meter und hat ein Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen. Die 7,4 Tonnen deshalb, dass wir das noch mit dem alten Führerschein Klasse 3 auffahren können. Ansonsten müsste man einen LKW-Führerschein Klasse C1 sein eigen nennen. Deswegen diese 7,49, also nicht größer 7,5 Tonnen. Wie ist es dann mit der Zuladung? Ist das alles schon mit einberechnet dann? Das wäre dann komplett fahrfertiges, also zulässiges Gesamtgewicht. Wir haben hier ein fahrfertiges Gewicht von ca. 5 Tonnen und so dass wir eine Zuladung haben von knapp 2 Tonnen oder ja sogar mehr als 2 Tonnen. Je nachdem, welche Ausstattung das Fahrzeug natürlich auch bekommt, variiert das Gewicht im fahrfertigen Zustand von 5 Richtung 5,5, 5, 8. Ganz unterschiedlich, je nachdem, was man alles noch zusätzlich in so ein Auto, so wie es aus der Fabrik kommt, noch zusätzlich reinbaut. Wenn ich jetzt mich hier umschaue, wie viele Leute haben hier Platz? Also ich sehe wahnsinnig viele Sitzflächenmöglichkeiten. Über uns ist ein Bett. Wie viele Leute können sich denn jetzt hier, ich sage es mal, Camping genießen lassen? Also wenn wir alle Personen mit auf die Fahrt nehmen wollen, dann sind wir beschränkt auf 4 Personen, weil wir haben 2 Gurte im rückwärtigen Lounge-Bereich und 2 hier vorne. Alle Passagiere müssen ja gegurtet während der Fahrt sein. Wenn ich dann angekommen bin, könnten wir hier bis zu 6 Personen unterbringen, und zwar 2 Personen hier in dem Hubbett, 2 Personen könnten wir diese Sitzgruppe zu einer Liegefläche umbauen und im hinteren Heckbettbereich haben wir dann nochmal das große Doppelbett, was 2 Meter auf 2,20 Meter groß ist, also eine riesengroße Liegewiese. Das wäre dann möglich. In der Regel ist es so, in diesem Luxusbereich fahren fast 90% 2 Personen damit. Hin und wieder kommt dann noch mal das Enkelkind dazu. Dafür haben wir dann hier oben das schöne Hubbett. Also was mich jetzt überzeugt hat, das Bett 2,20 Meter Länge wäre eigentlich genau meins, wäre genau für mich richtig. Also wer wirklich mal Interesse hat, und es lohnt sich auf alle Fälle hier mal vorbeizuschauen. Und ich habe gesehen, selbst die Gläser sind mit Carthago auch noch beschriftet. Also es bleibt spannend und wir sehen uns dann.